Das Dümmste, was dir beim Telefonieren mit Kunden passieren kann, sind Missverständnisse. Diese führen nämlich häufig dazu, dass du entweder nichts verkaufst oder dein Kunde sich, wenn du im Kundenservice arbeitest, bei dir nicht gut aufgehoben fühlt, weil er entweder nicht versteht, was du meinst oder du Daten falsch aufschreibst. Schreibst du nämlich zum Beispiel Straße oder Hausnummer falsch, dann bekommt der Kunde keine Post und ruft erneut an. Das führt zu längeren Warteschlangen und die Kosten, die sind vermeidbar. Verkaufst du Produkte am Telefon, dann ist es umso ärgerlicher, wenn der Kunde seine Ware vom Paketzusteller nicht bekommt, weil du den Namen falsch geschrieben hast. Ziel muss also sein, dass du dich ganz klar ausdrückst und deine Kommunikation wirklich verständlich ist. Dazu gibt es das Telefonalphabet, das ich dir heute einmal zeigen möchte. Außerdem empfehle ich dir am Ende noch drei Dinge, die du immer tun solltest, wenn du oder dein Kunde etwas aufschreibt. Also, lass uns starten. Hier ist das Telefonalphabet im Schnelldurchlauf und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann habe ich noch eine Überraschung für dich. A wie Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar, D wie Dora, E wie Emil, F wie Friedrich, G wie Gustav, H wie Heinrich, I wie Ida, J wie Julius, K wie Kaufmann, L wie Ludwig, M wie Martha, N wie Nordpol, O wie Otto, P wie Paula, Q wie Quelle, R wie Richard, S wie Siegfried oder moderner heißt es Samuel, das hat man mal geändert, du kannst aber beides nehmen, T wie Theodor, U wie Ulrich, V wie Viktor, W wie Wilhelm, X wie Xantippe, hier kannst du aber auch nur X sagen, das versteht eigentlich jeder. Y bleibt Y und Z wie Zeppelin oder Zacharias. Auch das kennt man heute beides, hat man auch mal wieder geändert. Kannst Zeppelin sagen oder auch Zacharias. Okay, dann haben wir noch die Umlaute. Ä wie Ärger, Ö wie Ödipus oder Ökonom, kannst du auch beides nehmen und Ü wie Übermut. Beim SCH und beim CH gibt es eine Besonderheit, diese kann man kombiniert nennen, also SCH wie Schule und CH wie Charlotte. Du kannst es aber auch buchstabieren, also C wie Cäsar und H wie Heinrich. So, ich hatte dir ja versprochen, dass ich dir noch drei wertvolle Tipps gebe und auch eine Überraschung am Ende noch habe. Bevor ich das tue, noch ganz kurz der Hinweis, wenn dir dieses Video geholfen und auch gefallen hat, dann abonniere das gerne, abonniere den Kanal gerne, aktiviere die Glocke, damit du keine Videos zum Thema Verkaufen, Kommunizieren am Telefon verpasst. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ganz wichtig, schau dir auf meiner Webseite meine Trainings zum Thema erfolgreich am Telefon ebenfalls an. Da habe ich noch ein paar wertvolle Tipps für dich. So, jetzt zu den versprochenen Dingen. Gewöhn dir unbedingt an, dass du wichtige Daten ab sofort buchstabierst und fordere auch deinen Kunden dazu auf. Gerade dann, wenn du oder dein Kunde einen etwas schwierigeren Namen hat, also nicht Müller, sondern irgendwas anderes. Schreibst du nämlich falsch auf, führt das häufig dazu, dass Verträge ungültig sind und dann musst du alles nochmal neu machen. Und wenn das zu häufig passiert, dann führen solche Missverständnisse genau dazu, dass man sich gegenseitig nicht sympathisch ist. Ja, du kennst das bestimmt. In meinen Telefontrainings zeige ich daher das Telefonalphabet immer als Standard. Wenn du deinen eigenen Namen buchstabieren möchtest, dann kannst du auch eine Eselsbrücke verwenden. Mein Name ist ja Bote. Also sage ich am Telefon zum Beispiel immer Bote wie der Postbote nur mit TH. Ein Kollege von mir, der heißt Meier mit EI und der sagt immer großes M, kleine Eier. Zugegeben ist das manchmal vielleicht ein bisschen unpassend, aber soweit ich mitbekommen habe, lachen da alle seine Kunden drüber. Er hat direkt ein Thema, worüber man reden kann. Von daher alles okay. Als zweites, wenn du Zahlen diktierst oder genannt bekommst, dann lies diese Zahlen Zahl für Zahl vor oder lass sie auch Zahl für Zahl vorlesen. Warum ist das so wichtig? Nennst du eine Artikelnummer oder schreibst diese auf, dann könnte 221 auch 221 sein. Wenn dein Kunde also eine Waschmaschine bestellt hat, dann bekommt er eine Bohrmaschine oder so. Das wäre natürlich schlecht.
Die Zahlen 2 und 3, die werden häufig missverstanden. Sag hier einfach 2 mit Z wie Zeppelin oder 3 mit D wie Dora. Dann bist du safe. Also Zahlen immer einzeln nennen. Und ganz, ganz wichtig, Punkt 3, wiederhole alles, was dir gesagt habe. Buchstabe für Buchstabe, Zahl für Zahl. Und wenn du etwas vorliest, dann lass es von deinem Kunden ebenfalls nochmal wiederholen. Es hört sich jetzt nach einem mega Aufwand an, ist es aber nicht. Wenn du oder dein Kunde nämlich alles doppelt und dreifach erzählen müsst, dann dauert es viel länger. Außerdem schaffst du damit Vertrauen, bist souverän und machst dich damit zum Kundenliebling. Also, denk an das Abo, besuch gerne meine Webseite, dort wartet noch die Überraschung für dich. Da kannst du dir nämlich das Telefonalphabet und alle diese Tipps hier als Dokument herunterladen. Der Link ist in der Beschreibung ganz unten. Vielen Dank fürs Zusehen, gute Unterhaltung in deinen Gesprächen, dein Uwe.